Zahlen zufolge landet die FPÖ bei 33-36%. Das sind enorme Zuwächse von 8% oder mehr. Die Sozialdemokraten von Bürgermeister Michael Häupl verlieren 8%. Sie landen zwischen 35 oder 37,5%. Kann ich zu euch kommen? Ja. Lukas. Herr Elson, der Herr Eichinger, Herr und der Herr Tenus zu B24, bitte. Mal schauen, was rauskommt. Ich glaube nicht, dass es für Wien gut ist, für den Gemeinderat gut ist, aber vor allem für die Wiener Bevölkerung gut ist, wenn es mehr FPÖler in Wien im Gemeinderat gibt. Aber gut, gewählt ist gewählt. Und was wäre konkrete Strategie der Grünen, um zum Beispiel solche Arbeiter und Arbeiterinnen, die frustriert sind, besser anzusprechen für den nächsten Wahlkampf? Von der Politik her ist es leicht. Ich bin ganz sicher, dass das, was wir machen als Politiker und Politikerinnen, dass es die Grünen umsetzen, tatsächlich Menschen, denen es ökonomisch schlecht geht, mehr nützt als wie alles, was die FPÖ sagt. Ich nehme nur ein Beispiel. Die Kindermindestsicherung ist die höchste, die es gibt. Von ganz Österreich gibt es in Wien. Was heißt das in Zahlen? Ein Kind, das in einem Armutshaushalt aufwächst, da bekommen die Eltern pro Jahr 800 Euro mehr wie in einem anderen Bundesland. 800 Euro Armutsbekämpfung für Kinder in Wien pro Kind pro Jahr. Wer dagegen stimmt? Die Freiheitliche Partei. So. Wenn ich mir das anschaue, wer ist für Mindestlöhne, damit jeder wenigstens genug Geld verdient? Wer ist der Meinung, dass man vielleicht beim reichsten Prozent was übernehmen kann? Die Freiheitlichen haben ein Programm, das zuwiderläuft allen Interessen, die jemand haben muss, der arbeitslos ist oder der wenig Geld verdient. Dass wir offensichtlich nicht in der Lage sind, das mit jedem Einzelnen durchzudiskutieren und mit jedem Einzelnen. Das kann man dann also ein Fehler sein. Aber die politischen Inhalte der Grünen, die helfen jemandem, der sich als Arbeiter oder Arbeiterin nicht nur fühlt, sondern es ist, aber 100-mal mehr wie alles, was die FPÖ macht. Das heißt, wie könnte eine Kommunikationsstrategie anders ausschauen? Also wenn sich die Grünen für sozial Benachteiligte einsetzen, die aber nichts davon mitbekommen? Na, ich war gestern in der Lugner City, da waren alle 5 Parteien dort und wir haben von Richard Lugner interviewt, der immer gut vorbereitet ist und heute 83 geworden ist. Und bei denen, in der Lugner City hast du ein Publikum halt quer durch, wie es ist. Ja, ich habe ja lange im 15. und 16. gewohnt und das ist einfach gemischtes Wiener Publikum. Und das sind natürlich nicht lauter Grüne, logisch. Und da kommt man schon ins Gespräch mit ganz anderen Leuten an. Da sind sehr viele Leute gewesen, die einfach sagen, mir geht es persönlich einfach schlecht und deswegen wähle ich es blau. Auf die Frage, was glaubst du, was dann besser wird, haben die auch keine Antwort. Die glauben ja nicht immer, dass es ihnen besser geht. Die sind mit ihrer Situation unzufrieden. Ja, das kann man leicht verstehen, ist logisch. Ja, wenn es so schlecht geht, wieso soll es zufrieden sein? Und haben offensichtlich so wenig Vertrauen in das politische System, dass sie einen Rolex-Träger, der im ersten Bezirk am Dachboden oben eine Wohnung hat, die man sich nicht einmal mit dem Gehalt, das er hat, leisten kann. Also einer, der genau das Gegenteil verkörpert, als Messias ansehen. Ja. Da haben wir alle Arbeit, um das wieder irgendwann aufplatten. Ja. Weil es ist ein Quatsch, die Freiheitler sind die. Also von der Politik sind sie natürlich die Anti-Arbeiterpartei. Okay, aber wie es genau dann funktioniert, dass man das den Leuten vermittelt, das muss noch konkreter überlegt werden, dass das wirklich ankommt. Nein, es ist immer schlecht. Das Einzige, was nutzt, sind viele intensive Gespräche. Wie kannst du mit Leuten reden, in dem Rätsch? Also übers Reden hilft meistens nichts, sondern reden. Wir haben 100.000 Hausbesuche gemacht. Da triffst du nicht lauter Grüne, weil wir sind ja quer durch Wien gegangen, klopfen an die Tür, hallo, wir sind die Grünen. Was möchten Sie uns sagen oder was passt und was passt nicht? Und da kriegst du einen ganz anderen Kontakt, nur das muss man über viele, viele Jahre und Dauern machen. Ich kenne sehr viele akademische Zirkel, nicht nur bei den Grünen, sondern quasi überall und auch außerhalb der Parteien, die sich sehr viel mit sich selber unterhalten und auch auf Social Media sich sehr viel mit sich selber unterhalten. Wenn man nicht direkt den Kontakt, den 1-1-Kontakt sucht, und wenn wir nicht hunderttausende Gespräche führen mit Leuten, die halt nicht automatisch dabei sind, wenn man selber eine Geburtstagseinladung hat, ja, dann wird das nicht funktionieren. Ich komme aus einer Familie, da gibt es alles. Da gibt es den fertig studierten Bruder, der jetzt halt einen Magister hat. Und da gibt es den Vater, der eine Lehre gemacht hat und ein Koch ist. Und da gibt es halt einen Haufen Verwandte, die gar keinen schulischen Abschluss gemacht haben. Da gibt es alles. Und wenn wir versuchen möchten, und das nicht die Grünen alleine, sondern Grüne und Rote und andere Progressive, die in der Stadt sind, wenn wir versuchen, mit denen allen mehr zu reden, das wird schon mal was helfen. Die haben das Gefühl, wir hören ihnen nicht zu. Das hörst du dann. Und ihr hört uns nicht einmal zu. Naja, vielleicht ist das ein Anfang. Sollten Sie Vizebürgermeister werden, was dürfen sich dann sozial schwächere Menschen, zum Beispiel Arbeitslose oder Flüchtlinge oder auch Bettlerinnen von Ihnen erwarten?
Nein, schauen Sie, der heutige Tag, da steht noch nicht fest, wer welchen Posten einnimmt. Und es geht auch in der Politik jetzt nicht um Postenbesetzung und wer sich wie nennen kann und nennen darf. Sondern es geht insgesamt darum, dass wir eine gute Politik für die Wienerinnen und Wiener machen. Und mit dem jetzigen Zeitpunkt kann ich nicht sagen, wer welches Amt einnehmen wird. Ja, aber konkret, was werden Sie dann für sozial schwächere Menschen tun? Wenn was? Ich bin wir brauchen natürlich eine Politik für sozial schwache Menschen, die vor allem unter Rot-Grün immer mehr unter die Räder gekommen sind. Sie haben eine Armutsentwicklung, die ist besorgniserregend. Sie haben 420.000 Menschen, die an oder unter der Armutsgrenze leben müssen, aufgrund einer erhöhten Belastung durch Gebühren. Wir haben eine Gebührenerhöhung der letzten Jahre erlebt von mehr als 30% und natürlich wurden hier die Menschen ganz klar in die Armutsfalle getrieben und das ist hausgemacht. Das ist eine hausgemachte Politik von Rot und Grün und wir hätten da natürlich Rezepte, das Ganze wieder etwas zu entspannen und die Menschen auch hier wieder zu entlasten. Könnten Sie uns vielleicht noch kurz diese Rezepte offenbaren? Ja, eine Gebührensenkung, die wieder verkraftbar ist und leistbar ist. Auch im Wohnbereich kann man den Markt insgesamt auch entlasten und das Wohnen wieder leistbar machen. Und das Ganze kann finanziert werden, das ist möglich und auch ohne neue Schulden zu machen. Man braucht sich nur den Subventionsbereich anschauen für Vereine, wo hier mehrere hundert Millionen Euro jährlich an Vereine hier gezahlt werden, Steuergelder, wo rote und auch teils grüne Funktionäre in den Vorstandspositionen sitzen. Großteile sehr fragwürdige Themen und Inhalte, die Vereine vertreten. Und hier könnte man ganz klar umschichten, in den Arbeitsmarkt investieren, aber auch den Heizkostenzuschuss wieder einführen. Das wäre alles möglich. Ja, du bist ja sicher heute auch zum ersten Mal erstens in deiner Funktion an einem Wahlsonntag hier, aber auch überhaupt, wie findest du den ganzen Rummel und wie siehst du eure Chance oder wie ist überhaupt für dich das ganze Erlebnis Wahlen in Wien? Schwierige Frage. Also ich finde den Rummel sehr lustig. Ich habe das Gefühl, dass vor allem Journalistinnen nervöser sind als die Funktionärinnen der Parteien. Ich finde es sehr lustig, dass wirklich das Rathaus genutzt wird und dass man da einfach überall so rumgehen kann. Ich finde das Ergebnis nicht sehr unerwartet. Also ich war immer der Meinung, dass die SPÖ auf jeden Fall vor der FPÖ führen wird. Und ich glaube, dass es auch so bleiben wird. Ich glaube nicht, dass sich da noch irgendwas ändert jetzt von der ersten Umfrage, die wir jetzt gerade gesehen haben. Ob wir einziehen werden, also ist derweil relativ unwahrscheinlich, aber wer weiß. Ja. Überraschungen gibt es immer, aber wir warten letztlich auf das Ergebnis in den Bezirken, weil wir da glauben, dass wir mehr als erwartet sozusagen erreichen können und vor allem freuen wir uns jetzt in den nächsten 5 Jahren was Großartiges aufzubauen. Und jetzt ist es so, dass auch Wien anders ein gutes Beispiel ist, sich zusammenzuschließen. Kleine Parteien, kleine Initiativen. Wie kämpft ihr, wie habt ihr die letzten Tage jetzt empfunden und wie kämpft ihr quasi auch gegen dieses Vorurteil, naja, das ist eine verlorene Stimme, warum sollten wir euch wählen? Also ich habe, also gerade in den letzten 2 Wochen ist bei uns unendlich viel passiert. Es waren wirklich alle unsere Aktivistinnen auf der Straße und es wurden die lustigsten Aktionen sich ausgedacht, ganz verschiedene Dinge gemacht. Und ich habe jetzt wirklich in den letzten 2 Wochen sozusagen nochmal die Bestätigung erhalten, die ich mir auch oft habe irgendwie, dass es eine richtige Entscheidung war, das zu machen und auf jeden Fall Potenzial darauf aufzubauen und in den nächsten 5 Jahren gemeinsam weiterzuarbeiten mit den tollen Leuten, die wir jetzt für uns gewinnen konnten, die jetzt gemeinsam mit uns etwas arbeiten. Und also ich bin viel optimistischer als noch vor 3 Wochen, was die Zukunft anbelangt und glaube, dass wir wirklich einen super Wahlkampf hingelegt haben, an dem man sich auch ein Beispiel nehmen kann. Und vor allem haben wir bewiesen, dass es funktioniert, wenn man sich zusammenschließt, vielleicht nicht beim ersten Mal irgendwie gleich Milliarden Leute überzeugen, aber beim zweiten Mal dann. Und persönliche Erfahrung, wie war das für dich jetzt? Du bist ja auch noch sehr jung, das Ganze aufzurollen. Und wie schaut die Zukunft aus? Was habt ihr geplant, falls es doch nicht mit dem Einzug klappt? Also der ganze Rummel ist sehr ungewohnt für mich. Jetzt habe ich mich gerade dran gewöhnt und jetzt ist es wieder vorbei. Aber ist trotzdem nicht so schlecht eigentlich. Was wir geplant haben, wie wir von Anfang an gesagt haben, wir wollen auf jeden Fall als Bündnis weiter agieren. Wir haben vor, in den Bezirken, in denen wir einziehen werden, wir glauben, dass es fast alles sein werden, also gemeinsam weiterzuarbeiten. Dinge aufzudecken, die nicht so laufen, wie sie laufen sollten, linke Politik zu machen auf Bezirksebene, unser Bündnis zu vergrößern und wirklich, was wir immer gesagt haben, da zu sein für die Leute und ihnen eine Plattform bieten, sich selbst zu äußern zu können und ihre Probleme kundzutun. Was sagst du zu dem Ausspruch, dass die FPÖ es geschafft hat, linke Themen zu besetzen, aber in Kombination mit menschenunwürdiger Hetze? Warum schaffen die das und wie würdest du den Leuten, die FPÖ wählen, sagen, warum das eigentlich gar nicht so sinnvoll ist, sich für diese Partei zu entscheiden?
Ja, also es gibt viele Gründe und ich glaube, also es gibt sehr unterschiedliches Klientel, was die FPÖ wählt. Ich glaube, da muss man auf verschiedene Arten argumentieren, mit verschiedenen Leuten. Ich glaube, dass es sehr viele Leute gibt, die sehr uninformiert sind politisch, die deswegen die FPÖ wählen, weil sie mal auf einer Party waren, die von denen veranstaltet war oder weil sie, weiß ich nicht, irgendwas bekommen haben von denen. Ich glaube, das ist halt ein großes, sozusagen, ein Bildungsdefizit ist, was viele Wählerinnen zur FPÖ treibt. Also da müsste man sozusagen schon im Schulsystem ansetzen und in der politischen Bildung an Schulen. Und bei den ganzen sozusagen echten Nazis, die auch noch wählen, da gibt es verschiedene Argumentationen, die man erfahren muss. Ich glaube nicht, dass man da alle davon wegbringen kann, aber also wichtig, glaube ich, ist immer wieder zu betonen, was die FPÖ alles für Lügen verbreitet, weil das ist ja ganz klar, dass sie auch im Wahlkampf, aber auch zwischen den Wahlkämpfen immer wieder Dinge sagt und als Wahrheiten darstellt, die überhaupt nicht stimmen und die man wirklich beweisen kann, dass sie erlogen und erfunden sind. Und ich glaube, da muss man viel konsequenter sein und all diese auch kleinen Dinge immer aufzeigen, damit Leute endlich checken, dass sie da belogen werden von einer Partei, die so tut, als wäre sie für die Freiheit, im Endeffekt aber nur für die Diskriminierung und Ausschließung von Menschen verantwortlich ist. Dann noch schönen Abend und genieß den ersten Rathausbesuch. Jetzt ist mir ein Stein vom Herzen gefallen. Ja. Glauben Sie, dass viele Menschen SPÖ gewählt haben, um Blau zu verhindern? Also ich glaube, dass sehr viele Menschen sicher gewählt haben, um für Humanität, für Haltung und gegen Hetze und Ausgrenzung gewählt haben. Und viele haben uns auch für unsere Politik gewählt. Sind Sie auf einem fixen Platz? Also kommen Sie in den Gemeinderat? Das weiß ich noch nicht. Ich muss schauen, wie die Grundmandate ausschauen, wie viele sich vor mir rein werden, wie viele Stadträte, Stadträtinnen, welche Regierungskonstellation. Ich weiß es nicht. Ich muss selber noch herausbekommen, ob ich drinnen bin oder nicht. Sie haben im vergangenen Jahr auf sich aufmerksam gemacht mit dem fliegenden Wechsel von den Grünen zur SPÖ. Ja. Das war zu Zeiten, wo das neue Wahlrecht entschieden werden hätte sollen. Dieses Wahlrecht ist zulasten von Kleinparteien. Glauben Sie, dass die Kleinparteien heute so schlecht abschneiden? Glauben Sie, dass Sie da irgendwie eine Mitverantwortung tragen? Oder? Ich glaube, dass die Neos eine wichtige Rolle gespielt haben, dass die ÖVP verloren hat. Und die Zuspitzung auf das Duell, das war der Grund, warum die Kleinparteien gelitten haben. Das Wahlergebnis zeigt, dass Rot-Grün nach wie vor möglich ist. Das heißt, man kann das so lesen, dass man sagt, die SPÖ hat aufgrund des Mehrheitswahlrechts wieder mehr Mandate sozusagen und macht Rot-Grün möglich. Im Vorfeld der Diskussionen hat es auch zur Sprache gebracht worden, kann das Mehrheitswahlrecht nochmal Rot-Grün möglich machen, und wenn man sich das Ergebnis anschaut, macht es möglich. Also insofern war es kein falscher Schritt. Noch eine letzte Frage. Sollten Sie jetzt nicht in den Gemeinderat kommen, was werden Sie machen? Ich bin Jugendsozialarbeiter und werde mir einen Job suchen. Weiß ich nicht, was ich machen werde. Alles klar. Dankeschön. Bitte. Wie sind Sie mit dem Ergebnis? Es hat ja nach einem Erdrutsch für die FPÖ zu Beginn ausgesehen. Ich bin sehr zufrieden, freue mich ehrlich über das Ergebnis. Wir haben das historisch beste Ergebnis in der Geschichte erreicht. Wir haben die 30%-Marke übersprungen. So wie es aussieht, ist auch die Verfassungssperrminorität möglich und das erste Mal auch der Vizebürgermeister gesichert. Und das ist ein Riesenerfolg. Ja. Das ist trotzdem ein kleiner Wermutstropfen, dass man nicht so nahe dran gekommen ist an die SPÖ, wie man zu Beginn gehofft hat. Natürlich wäre es schön gewesen, hätten wir ein Kopf-an-Kopf-Rennen erzielt. Das wäre ein blaues Wunder gewesen. Wenn man sich die Wahlziele der SPÖ von Beginn an der Wahl vergegenwärtigt, wo die SPÖ das Ziel hatte, die absolute Mehrheit zu erreichen, so liegen sie heute wieder beim historisch schlechtesten Ergebnis in ihrer Geschichte und wir beim historisch besten. Wird jetzt der Häupl Ihrer Meinung nach irgendwas ändern müssen an seiner Politik? Das liegt an ihm, ob er selbstreflektiv bereit ist, auch einzugestehen, dass natürlich er heute ein Minus eingefahren hat, dass hier letztlich auch inhaltlich offenbar einiges an Veränderungswünschen auch in der Bevölkerung der Fall ist, oder ob wir 1:1 die Leidensverlängerung von Rot-Grün fortgesetzt bekommen. Gut, danke. Hat jetzt doch nicht den Rateswechsel? Naja, das Ergebnis zeigt, dass wir heute zweitstärkste Kraft geworden sind und dass wir letztlich das historisch beste Ergebnis geschafft haben.
so wie es aussieht, die Verfassungssperrminorität und den Vizebürgermeister, aber nicht den Bürgermeister. Und so gesehen habe ich klar und deutlich von Beginn an gesagt, ich stehe als Bürgermeister zur Verfügung, bin bereit, Verantwortung zu übernehmen. Und wir haben den Platz 1 nicht erreicht und das muss man respektieren. Was bedeutet das jetzt für Wien, dieses Ergebnis? Das bedeutet für Wien, dass offensichtlich, so wie es aussieht, eine rot-grüne Leidensverlängerung bevorsteht. Können Sie das nochmal sagen, was bedeutet das für Wien? Dass eine rot-grüne Leidensverlängerung bevorsteht. Sind Sie eigentlich enttäuscht? Nein, ich bin nicht enttäuscht, sondern ich freue mich ehrlich über das Ergebnis. Es ist das historisch Beste. Und das kann man nicht kleinreden. Da kann man auch nicht unseren Erfolg versuchen wegzureden. Wir liegen über 30%. Wir haben so wie es aussieht auch die Verfassungsminorität. Und ja, auch den Vizebürgermeister so wie es aussieht. Danke. Herr Strache, wie stehen Sie zu sozialen Themen? Werden auch Bettlerinnen und so weiter von Ihrer Politik profitieren können? Wie bitte? Ob es soziale Verbesserungen geben wird, sollten Sie in eine Koalition gehen? Naja, es sieht nicht nach einer Koalition aus. Sie sollten das Wahlergebnis bewerten. Ja. Es sieht danach aus, dass die SPÖ eine rot-grüne Leidensverlängerung fortsetzen wird. Das heißt, Sie bleiben in der Opposition? Das ist das, was zu erwarten ist. Ja. So, bitte lassen Sie mich jetzt durch, danke. Ja, sehr lieb, danke. Bitte Dame, was mir sagt. Danke. Naja, es zeigt sich, dass eine Partei, die sich sozusagen gegen eine rechtspopulistische Partei stellt, ganz offensiv gewinnt. Das ist eigentlich für alle Parteien eine Message. Ja? Wenn eine Partei standhaft ist und nicht xenophob wird, nicht rechtspopulistisch kopiert, dann wird sie belohnt. Die Wähler wollen, das sieht man in Oberösterreich, offensichtlich keine Wiegel-Woggel-Kandidaten, sondern Leute, die standhaft sind. Wie bewerten Sie die große Zunahme von der FPÖ? Naja, das ist klar, wenn es wochenlang offene Grenzen gibt und sozusagen tausende Menschen das Land nehmen, dass sie auch dazu gewinnen. Aber der FPÖ geht es jetzt ein bisschen so wie den Grünen, sie gewinnen, aber sie wirken irgendwie als Verlierer. Also glauben Sie, dass die FPÖ-Wähler und Wählerinnen enttäuscht sind von dem Ergebnis? Oder? Ja, selbstverständlich, die haben sich vor der Hochrechnung noch als Sieger gefeiert. Ja. Wie bewerten Sie das heutige Ergebnis? Also angesichts der Rahmenbedingungen ein echt respektables Ergebnis. Also was man auch mit Sicherheit sehen kann, ist, dass dieses angebliche Duell um Platz 1 eigentlich nicht stattgefunden hat. Also die SPÖ hat das auch sicher manipulativ auch eingesetzt, dieses sogenannte Duell, und viele Grüne Wählerinnen und Wähler haben sich dann, denke ich, auch entschlossen, SPÖ zu wählen oder Michael Häupl als Bürgermeister zu wählen. Das ist schade. Allerdings die Möglichkeit für eine Fortsetzung von der rot-grünen Koalition besteht und ich wünsche mir das auch sehr. Ich wünsche mir auch, dass Maria Vassilakou das auch weitermacht. Sie hat große Akzeptanz auch durch ihre Arbeit erworben und es gibt, glaube ich, jetzt keinen Grund, das zu diskutieren. Also, Was halten Sie von der großen Zunahme der FPÖ? Die FPÖ hat letztes Mal über 25% gehabt, jetzt sind sie auf 30. Natürlich war die Themenlage für die FPÖ sicher sehr günstig, unter Anführungszeichen. Die Flüchtlingsfrage hat vieles überschattet. Viele haben aus Sorge und vielleicht auch aus Angst diesmal auch FPÖ gewählt. Also mich macht das Ergebnis allerdings besorgt, weil ich weiß, wie FPÖ in verantwortlichen Positionen agiert. Ich habe das in Kärnten erlebt, ich habe das in der Bundespolitik bei Schwarz-Blau im Bund erlebt. Und ich bin froh, dass es weiterhin eine stabile rot-grüne Mehrheit im Wiener Gemeinderat gibt. Komm mal. Danke. Danke schön. Danke auch. Danke. Oh, beruhigt euch. Bitte. Ich habe gekämpft mit allem, was ich hatte und ja, auch mit meiner Person dafür, dass die Grünen ein möglichst gutes Wahlergebnis erreichen, mit dem Rot-Grün abgesichert ist. Und es ist mir gelungen. Stand heute Abend hat Rot-Grün gemeinsam eine stabile Mehrheit. Das heißt, die Fortsetzung der rot-grünen Regierungsarbeit in den kommenden 5 Jahren ist denkbar und hat auch eine stabile, breite Basis an Mandaten erreicht. Ja, damit ist ein Ziel erreicht und wenn ich 13% oder 14% hätte, würde ich mich viel mehr freuen. Wenn die Neuauflage kommt, was ist dann Ihr wichtigstes Ziel für die nächsten 5 Jahre?
Mein wichtigstes Ziel ist, dass Wien weiterhin den weltoffenen Weg geht, dass Wien eine Stadt des sozialen Zusammenhalts bleibt, dass Wien eine Stadt ist, die offen bleibt für Erneuerung. Und ja, es gibt viel, das wir erreichen müssen. Wir müssen Schulen modernisieren, wir brauchen 1000 zusätzliche Lehrerinnen und Lehrer, wir brauchen Investitionen in den Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel, aber auch in der Erschaffung neuer Stadtteile. Wir sind momentan die Stadt im deutschsprachigen Raum, die am schnellsten wächst. Das heißt, wir haben alle Hände voll zu tun, um einerseits dafür zu sorgen, dass Arbeitsplätze geschaffen und gesichert werden, aber auch um dafür zu sorgen, dass tausende neue Wienerinnen und Wiener, die auch in den nächsten Jahren ankommen werden, leistbaren Wohnraum vorfinden. Wenn alle Interviews getan sind, was machen Sie dann heute noch? Dann gehe ich feiern mit meinen Freunden im Volksgarten. Und ich möchte an dieser Stelle von Herzen auch all diejenigen, die uns in diesem sehr schwierigen Wahlkampf ihre Stimme gegeben haben, auch dazu einladen, vorbeizukommen und mit uns zu feiern. Die SPÖ hat ein Minus von 4%. Wie ist das jetzt zu deuten, wie es jetzt auch weitergehen wird? Auf der einen Seite, dass man sagen muss, dass wir für diesen Weg, mit dem wir jetzt doch ein Ergebnis zusammengebracht haben, das eigentlich niemand erwartet hat und das uns auch niemand zugetraut hat, auf der einen Seite sich freuen kann und auf der anderen Seite aber eben nicht vergessen soll. Wir haben ein Minus, wir haben jetzt 5 Jahre Zeit, gemeinsam wieder pro Jahr 1% dazu zu gewinnen, dass wir das nächste Mal 5 mehr haben. Es heißt ja immer, dass die SPÖ Stimmen auch an die FPÖ verliert und dass das auch im Zusammenhang mit Bildungsfragen auch immer gestellt wird, also bildungsferne Schichten. Jetzt sind Sie Stadtrat für Bildung. Was sehen Sie da als Appell auch für Sie, was da vielleicht auch in Richtung politische Bildung geändert werden könnte? Also auf der einen Seite bin ich sehr froh, dass angesichts dessen, was gerade in den letzten Monaten wieder hier an Unfug erzählt wurde, es gibt kein Weihnachtsfest, es gibt kein Nicolo, dass das schlicht und ergreifend nicht reingegangen ist bei den Wienerinnen und Wienern. Alle, die ein Kind in der Schule haben, im Kindergarten, wissen, dass Feste dazugehören. Also nur eines der vielen Beispiele. Und dass wir diesen Weg, den wir in den letzten Jahren gegangen sind, mit intensiver Deutschförderung, mit einem Fokus auf Qualifizierung von jungen Menschen einfach weitergehen müssen. Das müssen wir in einer dynamisch wachsenden Stadt gehen, auch unter schwierigen Voraussetzungen einer Wirtschaftskrise, die nach wie vor anhält. Wir dürfen nicht vergessen, viele der Jugendlichen haben ihr politisch bewusstes Leben mitgenommen in den letzten 7 Jahren mit einer Wirtschaftskrise, die die öffentliche Berichterstattung dominiert. Also da haben wir auf der einen Seite einen Weg weiter zu gehen, mit nämlich neuer Qualität auch in der Bildung immer wieder zu gehen. Deshalb war es ja immer für uns wichtig, zum Beispiel Qualifizierungsmaßnahmen, Deutschkurse in der Stadt anzubieten. Alles Maßnahmen, gegen die die Freiheitlichen immer gestimmt haben, und das werden wir weiterhin auch klar machen. Das im Kontext auch der Flüchtlingswelle, auch Thema Integration. Inwiefern sieht die Stadt Wien da mehr Investitionen in den Bildungsbereich, auch mehr Stützlehrende und auch im Kindergartenjahr, wenn man das weiter verpflichtende Kindergartenjahr denkt? Was ist da geplant? Also wenn wir daran denken, dass wir auf der einen Seite die größte Herausforderung zu bewältigen haben mit dem dynamischen Wachstum der Stadt. Das heißt, im Jahr in etwa 50 neue Schulklassen zu bauen zu müssen, über 100 Kindergartengruppen neu zu bekommen, dass wir damit verbunden auch hunderte neue Arbeitsplätze im Bereich der Pädagogik zum Beispiel zu schaffen haben, so definiert das eigentlich schon sehr stark den Rahmen. Auf der anderen Seite aber auch den Weg eben weiterzugehen, nämlich zu sagen, Mehrsprachigkeit, Vielsprachigkeit ist in dieser Stadt von Bedeutung, ist kein Problem, es ist eine Herausforderung, aber es ist gleichzeitig eine riesige Chance. Und das haben wir in den letzten Jahren betont, und darum bin ich ja sehr froh, dass gerade dieser Weg, den wir in dieser Wahlauseinandersetzung gegangen sind, nämlich Haltung zu bewahren und Haltung zu zeigen in einem Wahlkampf selbst, eigentlich heute auch belohnt wurde. Meine letzte Frage wird sein, Wahlrecht und das Wahlgesetz für, jetzt haben wir gesehen, es sind ziemlich viele kleine Parteien eigentlich angetreten, die aber nicht so viele Chancen haben, überhaupt einzuziehen. Wie ist da die Position der SPÖ, dieses Gesetz auch zu ändern, auf mehr demokratiepolitische Ebene da etwas zu tun? Also dass ich, wenn ich mir anschaue, dass gerade in Europa eigentlich die Diskussion immer über starke mehrheitsfördernde Wahlrechte geführt wird, und wenn ich mir anschaue, wie zum Beispiel Wahlergebnisse in Griechenland aussehen, dass da jene Partei die erste wird, glaube ich, 50 Mandate überhaupt dazu bekommt, ist diese geringe Mehrheitsförderung des Wiener Wahlrechts, wo es um ein Mandat vielleicht geht für größere Parteien, um hier Stabilität zu haben, sicher ein Wahlsystem, das hat sich in den letzten Jahrzehnten bewährt und wird sich auch in der Zukunft bewähren. Danke. Gute Verfahren. Danke, Frau. Es tut mir leid, aber ich muss sofort zum ORF. Ja, da komm mit.